Ist die Aktie von Netflix überbewertet? Wir nehmen das Ding heute mal richtig auseinander. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Die Jungs von der Mission Money sind back! Und heute zurück mit einer ganz spannenden Aktie, nämlich Netflix. Das kennt jeder, das treibt jeden um. Timo und ich gucken das natürlich auch. Natürlich. Wir wollen heute jetzt auch nicht unbedingt draufhauen auf Netflix. Aber wer wollen es? Wie? Nicht? Ja, schon ein bisschen. Also nicht auf Netflix direkt, auf die Aktie eher, weil wir finden, dass das nicht unbedingt jetzt der Top-Pick ist, würde ich mal sagen. Wir wollen das wirklich mal richtig kritisch negativ angehen. Wir werden auch die positiven Sachen mal anschneiden. So richtig kritisch negativ angehen. Kritisch negativ. Kritisch also, und negativ. Okay. Nee, wir machen das schon fair. Also wir werden das schon pro und contra so zusammentragen, wie ihr es von uns gewohnt seid. Aber Mario hat schon angesprochen, also möglicherweise kommen wir zu dem Urteil, dass Netflix vielleicht doch nicht das beste Investment aller Zeiten ist. Bisschen teuer vielleicht. Bisschen teuer. Und noch vieles mehr. Aber an dem Unternehmen kommt man sowieso nicht vorbei, denke ich, weil ständig hört man eigentlich nur Gutes von Netflix. Rekorde beim Umsatz, Rekorde bei den Kundenzahlen. Nicht mehr ganz Rekordkurs, aber ich glaube, bei den 175, da haben sie ja mal gekratzt. Also ein bisschen runtergekommen jetzt wieder, aber halt natürlich immer noch teuer. Also was wir auch noch dazu sagen wollten, ihr habt ja immer mal wieder in den Kommentaren gefragt, ja, Netflix. Und wie gesagt, das ist auch so unser Eindruck, die Medien... Netflix hat ein positives Image, ist auch eine coole Sache, aber die Medien schreiben immer sehr positiv darüber, neue Rekorde, blablabla. Aber wir wollten uns das wirklich mal kritisch anschauen. Genau, absolut, absolut. Denn, okay, Hand aufs Herz, Leute, wer die Aktie vor ein paar Jahren gekauft hat, der hat mit Sicherheit vieles richtig gemacht. Mhm. Aber es geht ja jetzt vielleicht auch darum, ne, wer die Aktie noch nicht hat, ist es jetzt ein guter Pick? Genau, darum geht's. So, darum geht's. Und natürlich, wer die Aktie jetzt schon hat, ist es halt wirklich ein langfristig gutes Buy-and-Hold-Investment. Das wollen wir uns gleich alles mal so ein bisschen angucken und analysieren. Und wir kommen jetzt erstmal kurz aufs Geschäftsmodell. So, wie verdient Netflix denn jetzt eigentlich Geld? Und das ist relativ simpel erklärt, denn sie haben im Grunde genommen nur ein wichtiges Erlösmodell. Wir wissen, es gibt noch so ein paar kleinere Umsatztreiber nebenbei, also so DVD-Geschäft. Aber letztendlich ist Netflix ja eine digitale Plattform, wo du dir einen Account machen kannst, ein Abo abschließen kannst und dann musst du da halt monatlich bezahlen. Und kannst dann also kostenfrei dort Filme und Serien abrufen. So, die produzieren übrigens auch eigenen Stuff, also die haben eigenen Content und zwar gar nicht so wenig. Also da gibt's gar keinen schlechten, muss man auch sagen. Gar keinen schlechten, also besonders wenn man das jetzt mal im Vergleich zu Amazon Prime sieht, finde ich die Qualität der Serien durchaus hoch. House of Cards ist zum Beispiel, Tote Mädchen lügen nicht, fand ich auch nicht schlecht. Mindhunters, wir beide, haben große Fans. Haben wir beide geguckt, ja, Schweighöfer genau. Auch, oder? Nee. Nee, Schweighöfer ist das haben wir ihm beigebracht. Genau. Nee, ich meine. Achso, hat er auch geschaut. Genau, ja, ja, auch genau. Hat ihm, auch hat ihm auch gut gefallen. Damit verdient Netflix Geld. Also, sie kaufen entweder Filme und Serien ein oder sie produzieren selber was und es sollen möglichst viele Leute auf die Plattform kommen. Damit haben sie 2016 8,8 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, einen Gewinn vor Steuern von nur 260 Millionen. Das ist eine Marge von, naja, zumindest 3%. Das ist jetzt nicht Mission Money Champions League Niveau, nee. Aber es ist, aber es bleibt zumindest ein bisschen was hängen. Es geht so. Aber wenn man mal auf die Zahlen schaut, wie gesagt, man liest ja immer, das sagt Reed Hastings auch, der Chef, ja, wir wachsen ja, wir wachsen ja. Stimmt, da stellen sie einen Rekord nach dem nächsten auf. Aber diese Eigenproduktionen, die sind relativ teuer. Denn wenn man auf den Cashflow schaut, es wird da sehr, sehr viel Geld verbrannt. Genau. Und Leute, die nehmen auch, wie gesagt, sehr viel Kredit auf dafür. Also es kostet einfach scheiß viel Geld. Wer jetzt zum Beispiel über Tesla schimpft, auch vollkommen zu Recht, wenn man sich das analysiert, anschaut die Zahlen. Ja, bei Netflix sieht es eigentlich auch nicht recht viel anders aus. Und die Lizenzausgaben, habe ich mir mal notiert hier, sind auch vom zweiten Quartal 2015 von 10 Milliarden Dollar auf 15 Milliarden Dollar gestiegen im letzten Quartal. Also das ist, ja. Also die Lizenzausgaben, das sind die Ausgaben, die machen müssen, um halt dann die Filme und Serien von den Produzenten einkaufen zu dürfen, um die halt auf die Plattform stellen zu dürfen. So. Genau, und die Rentabilität ist halt auch nicht so, also die Eigenkapitalrentabilität, schaut auch Buffett gerne drauf, die ist jetzt nicht immens hoch. Also ich habe mal nachgeguckt, die ist dann halt mal bei 6%, sogar niedriger als bei Fresenius, wo wir neulich ein Video darüber gemacht haben. Und die Konkurrenz, ich meine Apple, Microsoft, die sind halt alle da jenseits von 30. Also das ist jetzt nicht so die Gelddruckmaschine, wie es vielleicht, wie man meinen mag. Genau, negativer Cashflow. Denn man muss sich jetzt mal anschauen, die machen ja gar nicht so wenig. Wie viele Serien hat Netflix, seit es Netflix gibt, bislang produziert? Ja, kleine Frage, lasst euch mal auf der... auf der Zunge zergehen, die Frage. Nein, nicht drei. Es sind insgesamt
100. Und wie viele Serien von Netflix kennt ihr? So, da kennt jeder wahrscheinlich House of Cards, dann vielleicht noch irgendwie die Serien, die wir gerade genannt haben. Stranger Things, was ja momentan ziemlich cool ist und abgefeiert wird. Ist auch gehypt, ja. Genau. Und was gibt's noch? Orange is the New Black ist, glaube ich, noch so ein ziemlicher Hit. Und weißt du, da mache ich mir nämlich Sorgen. Genau, weil 100 Serien und du hast vielleicht 5, 6, 7, sagen wir mal 10 Hits irgendwie, aber also mit 8 oder 9 von 10 Serien, die du da produzierst, verdienst du eigentlich kein Geld. Ja, ja, das kommt auch dazu. So gut also, wie. Und vor allem, es baut halt aus meiner Sicht ab. Also House of Cards damals, als Netflix kam, da war das irgendwie, oh, das musst du sehen. Da war irgendwie Kevin Spacey in seinem Thron. Ja. War auch mega geil. Man muss sagen, wir haben beide die 5. Staffel schon nicht mal geschafft, weil wir sozusagen... Ja, doch, geschafft habe ich sie. Ja, ich musste noch gucken. Ich werde es machen, aber mal schauen. Also ich fand es nicht gut. Timo war auch nicht begeistert. Und da kommt jetzt auch nichts mehr. Kevin Spacey ist sowieso raus. Ich glaube, eine 6. Staffel gibt es jetzt noch ohne ihn. Aber gut, House of Cards ist vorbei, der Hype sozusagen. Genau, und das war halt so dieser Leuchtturm, weswegen wahrscheinlich auch viele das Netflix-Abo überhaupt erstmal abgeschlossen haben. Der ist jetzt irgendwie weg. Möglicherweise mausert sich jetzt Stranger Things vielleicht zum nächsten Leuchtturm. Schauen wir mal, muss sich erst alles zeigen. Aber worauf Mario hinaus will, ist, dass die halt wirklich Content is King in der Medienbranche, ne? Das ist jetzt nicht nur so ein leeres Schlagwort, sondern das ist so. Und dass die halt immer da wieder nachliefern müssen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie lange gibt's Netflix, ja, sie haben schon viel geschafft, viel erreicht, super. Aber wenn man sich jetzt mal so Disney oder sowas als Vergleich heranzieht, die haben halt über Jahrzehnte den Track Record, dass sie das einfach liefern können. Und es ist jetzt auch immer austauschbarer. Also wie gesagt, bei House of Cards wusste jeder Netflix. Orange is the New Black vielleicht auch noch. Stranger Things auch noch. Aber dann wird es jetzt schon sehr beliebig. Dann kommt sowas wie Ozark und Dark. Und ja gut, da kommt ständig was Neues. Ja, die Leute gucken das schon noch. Aber ich weiß nicht, ob das so trägt. Und wie gesagt, die restlichen Filme, die sind ja vollkommen austauschbar. Wenn du jetzt irgendwie 7 hast oder sonst was, den hat Amazon Prime auch. Das ist ja, wie gesagt, wie ein Rohstoff-Commodity. Das ist heutzutage einfach nichts wert. Ich meine, das gehört ja nicht Netflix. Mhm. Sie müssen dafür sogar noch scheiß viel Geld zahlen, dass sie das überhaupt ausstrahlen dürfen. Ja. Das können aber Amazon, Apple, alle anderen auch. Also da hat Netflix einfach, also dieser berühmte Burggraben. Den gibt's einfach nicht. Den gibt's nicht. Genau. Also es gibt schon super viele Wettbewerber. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, dass auch so eine kleinere Firma wie Pantherflix, ne, hier aus München, dass die sich jetzt auch anschicken, quasi so eine Streaming-Plattform zu machen, da muss man mal sagen, die Eintrittsbarriere, da hineinzukommen in dieses Geschäftsmodell, die ist relativ gering. Und das Zweite ist, die ganzen anderen, also gerade Amazon Prime, mischt ja da einfach schon tierisch mit. Und besonders, wenn man sich mal anschaut, bei Prime, da gibt es halt nicht nur die Filme, sondern da hast du für diese 70 Euro, glaube ich, die du im Jahr bezahlen musst, hast du noch die Musik on top. Du kriegst dann halt die Pakete noch schneller und ich glaube sogar kostenfrei geliefert. Mhm. Und. Also du hast ja riesen Zusatz-Gadgets, ein riesen quasi Kosmos. Ja? Deswegen ist Amazon für mich auch wirklich die Mutter aller digitalen Plattformen, muss man mal so sagen. Und da hat Netflix einfach den Nachteil, dass sie sehr beschränkt sind. Sie sind zwar auch eine digitale Plattform, aber halt nur in diesem einen Produkt. Aber es steckt nichts dahinter. Genau, du machst erstens keine anderen Umsätze und du hast keinen Kosmos, du hast auch keine Geräte. Ich meine, Amazon hat dann Echo, Apple hat Siri, Apple hat Apple TV. Du kaufst dir da mal irgendwas, schließt einen Vertrag ab und bist dann da drin. Bei Netflix, ich glaube, ich habe Netflix schon, weiß ich nicht, 20 Mal gekündigt. Irgendwann holt man sich da mal wieder, weil man vielleicht was sehen will. Aber du ein Klick und du bist Netflix und du bist raus. Du hast ja da auch keine, zum Beispiel Facebook kündigst du nicht einfach, weil da hast du irgendwie, weiß ich was, 1000 Kontakte, da hängst du drin. Bei Apple hast du deine Apple-Geräte. Du hast bei Netflix einfach nichts. Amazon, Apple, die haben halt alle im Zweifel auch mehr Geld. Das heißt, diese Serien, die Netflix macht, ich meine, die machen die anderen ja auch schon. Wer am meisten Geld hat, kriegt dann wahrscheinlich auch die besten Drehbuchautoren, die besten Schauspieler. Und ich könnte mir sogar vorstellen, im Ernstfall, dass so jemand wie Amazon, Jeff Bezos ist einfach da, hat gute Ideen, ist rigoros, dass der einfach sagt, ach, wir bieten jetzt einfach jedem Hans Wurst, auch der Amazon Prime nicht hat, einfach die Filme kostenlos an oder sonst ein Konkurrent, einfach nur um Netflix richtig fertig zu machen. Hauptsache, genau. Die Leute kommen sozusagen durch den Content auf die Plattform und Amazon hat halt dann ein Anschlussgeschäftsmodell. Wie gesagt, du hast die Leute auf der Plattform und dann kaufen die halt vielleicht das und das. Netflix hat halt nur im Endeffekt Filme, Serien. Vielleicht noch ein bisschen Merchandising, aber... Ja, und halt so ein bisschen DVD-Geschäft ist, glaube ich, auch noch mit dabei. Aber alles irgendwie vernachlässigbar. Und wenn wir uns jetzt mal die Hebel anschauen, die Netflix eigentlich hat
um jetzt Wachstum zu generieren, dann sind das eigentlich nur drei Hebel. Zum einen, also quasi die Abonnentenzahlen noch mehr steigern, was allerdings sehr stark auch von der Qualität des Contents, den die haben, abhängt. Dazu kommen wir gleich auch noch mal so ein kleines bisschen. Dann das zweite ist, wir als Aktionäre wollen immer steigende Gewinne sehen, ne? Und dann muss man es halt so machen, dass man halt einfach die monatlichen Gebühren einfach anhebt. So, das sind die beiden Hebel. Oder man könnte noch Folgendes machen, dass man halt schaut, dass man die Lizenzgebühren, also die Kosten für die Lizenzen für die Filme wieder weiter runterdrückt, was aber, glaube ich, in einem Wettbewerbsumfeld, in dem die halt einfach mit allen anderen, also Amazon, Apple, den ganzen Fernsehsendern etc. stehen, was wahrscheinlich relativ schwierig sein wird. Ja, das ist im Prinzip die beiden Ansätze. Da kann man sagen, ja, es ist prima, so nach Buffett-Manier. Das Geschäftsmodell ist simpel, das verstehe ich. Da kann man hinein investieren. Aber der Nachteil ist halt, was wir gerade schon angesprochen haben, dass du halt nichts drumherum hast. Und wenn du mal wirklich richtig angegriffen wirst von einem Dritten, der dich da wirklich aus dem Markt drängen möchte, dann könnte das halt wirklich gefährlich werden. Was das Problem ist, gerade bei diesen Tech-Werten, die sind ja mega hoch bewertet. Das heißt, die Börse will immer mehr, was Timo gerade schon angesprochen hat. Wir sind ja Kapitalisten und zum Beispiel bei Google, die machen ja auch 15 Milliarden Gewinn, dann heißt ja gut, die Börse hätte schon 20 erwartet. Bei Netflix, die wachsen zwar stark, aber ich habe da mal bei Bloomberg nachgeguckt, habe da was Spannendes gefunden. Und zwar überrascht Netflix durchaus immer wieder beim Gewinn. Und da gibt es eine sehr schöne Bloomberg-Statistik, die dann eben zeigt, wie verändert sich sozusagen ab dem Zeitpunkt der Gewinnbekanntgabe die nächsten Tage, wie wirkt sich das auf dem Kurs aus? Und am Anfang hat sich das sehr stark ausgeschlagen. Da war dann die Netflix-Aktie durchaus mal 10-20% im Plus. In den letzten Jahren, 2015, 2016, hat das aber schon stark abgenommen und da ist sogar einmal, ist sie ins Minus gerutscht danach, so die nächsten 5 bis 10 Tage. Okay. Da siehst du schon, du brauchst, wie gesagt, die wachsen stark, aber das reicht eigentlich jetzt schon nicht mehr, um wirklich dann die Leute wirklich vom Hocker zu hauen. Und die können ja jetzt nicht jedes Jahr den Preis um 1 Euro erhöhen, da sagen ja die Leute irgendwann spätestens ab 20 Euro, glaube ich, so ein 10er geht noch, aber ich glaube spätestens ab 20 Euro würde er sagen, hey. Ja, genau. Was natürlich auch ein Problem ist, wie gesagt, Netflix wächst, Reed Hastings erzählt das auch jedem sehr gerne, da hat er auch recht, aber da muss man auch dahinter blicken, in den USA kennt Netflix praktisch jeder, also die haben einen Bekanntheitsgrad von, sagen wir mal, 100%, ob da noch so viel Wachstum drin ist, muss er mal gucken und im Rest der Welt wachsen sie zwar, aber das ist hier aus dem Netflix-Geschäftsbericht, da sind sie nicht so profitabel. Das heißt, dieses Wachstum ist einfach scheiß teuer, um das auf gut Deutsch zu sagen. Genau. Und das ging halt die letzten Jahre einfach auch gut, weil Geld halt einfach nichts gekostet hat über die letzten 5 Jahre. Ne? Quasi 0%, 1% so in der Größenordnung. Und da habe ich mich auch mal rausgesucht. Also 2012 hatten die 3,2 Milliarden langfristige Verbindlichkeiten insgesamt. 2016 waren es schon 11 Milliarden. Das ist schon was so durchschlägt, einfach, wie gesagt. Ne? Da wird es auch noch ein böses Erwachen vielleicht geben bei den eigenen Produktionen und da können sie im Endeffekt auch nicht zurückfahren, weil die können ja so sagen, ach, jetzt machen wir die nächsten 3 Jahre mal nichts mehr. Im Gegenteil, eigentlich müssen sie sogar hochfahren. Jetzt gerade House of Cards ist weg. Also die müssen ja mindestens 2, 3 neue richtige Kracher an den Start bringen und das kostet dann auch. Das wird nicht mit Low Budget gehen. Denn oft, ich habe mir wirklich bei Netflix schon oft gedacht, das ist alles gut und schön. Ich mag Netflix, ich finde Netflix auch sympathisch. Das soll jetzt rüberkommen, also würden wir Netflix nicht mögen. Nee, gar nicht. Um Gottes Willen, ich finde das cool. Die haben auch das revolutioniert. Die stehen ja eigentlich für Streaming wie Tempo fürs Taschentuch, kann man fast sagen. Aber dieser Hype könnte halt schon ein bisschen vorbei sein. Und oft ist halt zum Beispiel Game of Thrones, wenn ich sehen will, hat Netflix nicht. Nicht mal die Simpsons gibt es auf Netflix. Family Guy, die neuesten Staffeln, gibt's auch nicht. Also, ich habe schon oft bei Amazon halt dann einfach irgendwie eine Staffel gekauft für 30 Euro oder sowas, wenn du halt wirklich was haben willst. Das hab ich übrigens auch gemacht. Wenn man wirklich, wenn man diesen Binge-Watcher-Reiz sozusagen ständig erliegt, ne? Ich muss sagen, ich bin ein großer Serienfan, fast schon ein Serienjunkie, wenn mich was mitreißt, dann bin ich wirklich auch mal ein Wochenende damit beschäftigt fast. Und dann kaufe ich mir tatsächlich das Ding auch. Also das ist halt das Gute und da sollte vielleicht Netflix auch einfach mal überlegen, ob dieses Pay-Per-View oder Modell, einfach was Amazon Prime auch hat, dass man sich mal Videos leiht, wenn die halt neu rauskommen und so für 4,99, 3,99, ob die das nicht einfach auch mal einführen wollen. Wäre auf jeden Fall eine schöne Beimischung, um halt nochmal potenziell ein paar Umsätze damit zu machen. Kurs-Umsatz-Verhältnis ist auch ganz böse. Das hat sich seit Mitte 2012 verneunfacht. Bei Facebook sieht man zum Beispiel sehr schön, da wächst der Kurs so, Kursumsatz so. Okay. Bei Netflix und ziemlich hoch. Ist auch nicht cool.
Sollen wir so langsam mal zum Fazit kommen? Ich kann noch ganz kurz was vorlesen, was zum Thema Konkurrenz, das habe ich mir extra hier rausgeschrieben, das ist aus dem Netflix-Geschäftsbericht, das müsste ich Englisch können, ich lese mal kurz vor. Since 2013 steht hier, we've taken the long-term view that we're in the early stages of the worldwide multi-decade transition from linear TV to internet entertainment. Recently it's been unfolding right before our eyes. Disney announced plans to launch direct-to-consumer services for ESPN and its other brands. Cable network owners are licensing their channels to virtual MVPDs like Hulu, YouTube, Sling TV and DirecTV Now, CBS, bla bla bla. Jetzt kommt hier noch Apple, ich will es nicht weiterlesen. Mhm. Netflix sagt eigentlich selber schon, dass hier alle mitmischen. Disney, ja. Apple, die wissen es selber im Endeffekt. Und das steht im Netflix-Geschäftsbericht. Also gute Nacht. Ja, ich habe noch übrigens, fällt mir gerade was ein, ich habe es tatsächlich notiert, ich wollte es gerne nochmal erwähnen, also ich habe ja gerade schon erwähnt, vielleicht sollte Netflix sogar nachdenken, halt dieses Pay-Per-View-Modell auch einzuführen und was Amazon Prime zum Beispiel auch mit eigenproduzierten Filmen macht, dass die denen so ein 90-Tage-Zeitfenster fürs Kino auch geben, also das heißt, dann können die Kinoverleiher also auch sagen, okay, interessiert uns, nehmen wir mal mit rein ins Programm, da sträubt sich Netflix einfach gegen, sie wollen es nicht machen. Aber ich würde halt sagen, lieber Mr. Hastings, vielleicht ist das tatsächlich ein Modell oder eine Variante, worüber Sie zumindest potenziell nachdenken können. Also ich glaube, dass ich da jetzt auch für euch da draußen als Aktionäre spreche, ne? Wenn man alles, was man, womit man noch ein bisschen mehr Geld verdienen kann, sollte man auf jeden Fall potenziell mitnehmen. Also das Geschäftsmodell überzeugt mich, aber eben der niedrige Burggraben oder beziehungsweise der nicht vorhandene und vor allem die Konkurrenz, die vielen Schulden, der negative Cashflow, die hohe Bewertung. Super hohes KGV, genau. Also, summa summarum, Leute, das ist jetzt irgendwie, es kommt in Summe ziemlich viel zusammen, wo wir bei Netflix eher Gefahren sehen und eher Risiken. Aber grundsätzlich heißt das jetzt nicht, auch die Jungs von der Mission Money haben gesagt, das ist eine schlechte Aktie, die sollen wir nicht kaufen. Bildet euch immer selber eure eigene Meinung. Viele von euch haben das Ding ja mit Sicherheit auch im Depot, haben da viel Freude wahrscheinlich auch, zu Recht. Wir haben sie, du hast sie nicht, ne? Nee. Ich hab sie auch nicht, aber ich bin jetzt auch momentan tatsächlich, also es wäre einfach kein Investment momentan. Nee, ich würde es auch nicht kaufen. Also wie gesagt, vor 3-4 Jahren mega, genau. Da fand ich das Ding auch gut. Und das war eine gute Aktie, ist sie vielleicht auch im Moment noch, aber in 5 Jahren würde ich jetzt nicht gerade die Hand dafür ins Feuer legen. Genau. Ja, und ich denke mal, damit haben wir es einfach mal geschafft. Schreibt es doch mal in die Kommentare, Leute, wie ihr das fandet. Haltet mal dagegen. Also gerne. Ja, genau, haltet auch gerne dagegen irgendwie. Ja? Also schön pro Netflix irgendwie, schön abledern in den Kommentaren. Und jetzt sind wir raus, Leute. Lasst noch einen Daumen nach oben da, Kommentare wie immer. Voll Spam. Und jetzt macht's gut. Genau, alles. Macht's gut. Tschüss.